Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video mit genialer Beschwörung im Katzenschwanz. Zum Katzenschwanz, um genau zu sein. Tavernenherausforderung, Flügelschlag der gefiederten Pilzbestie, Herausforderung auf Schwierigkeitsgrad Ernst. Let's go, wir nehmen das gleiche Deck, mit dem ich es bisher schon geschafft habe. Und ich weiß nicht, wo die Schwierigkeit hierin besteht im Vergleich zur normalen Herausforderung. Ich habe es noch nicht probiert. Ich vermute mal, sie hat einfach mehr Leben. Wow! 48 Leben. Wow! Wow! Let's go out and play. Okay. Ich glaube, es gab noch nie einen Gegner mit 48 Leben. Holy moly. Holy moly. Das ist wieder das Gleiche, oder? Genau. Das ist gleich geblieben. Okay, passt. Chivalry will never die. Wir können ihr ihre Spezialfähigkeit wegnehmen. Leider verzichte ich damit auf den ersten Zug in der nächsten Runde, aber ist egal. Jetzt hat sie keine Spezialfähigkeit mehr. Das heißt, Xingqiu dürfte verhältnismäßig wenig Damage bekommen. Hoffentlich. Okay, es hat nicht funktioniert. Ich bin sowas von verwirrt. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich verstehe es nicht. Wieso hat sie noch ihre Spezialfähigkeit? Ich verstehe es nicht. Sie hätte in der Endphase... 3 ist die Höchstmenge. Wieso hat sie ihre Spezialfähigkeit nicht verloren? Das verstehe ich einfach nicht. Also, ich habe es immer noch nicht verstanden. Ich dachte letztes Mal, ich habe es verstanden. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Wieso hat sie das nicht verloren? Hier steht, die maximale Menge ist dreifach stapelbar. Es war dreifach gestapelt. Und es war die Endphase. Wieso hat sie ihre Spezialfähigkeit nicht verloren? Das ergibt keinen Sinn. Oh Mann, ey. Tja, ich brauche die Spezialfähigkeit von Xingqiu. Zwingend, um zu gewinnen. Jetzt hätte ich Paimon ziehen müssen. Na gut, ich kann auch wechseln. I guess. I won't hold you back. Much. Also im Endeffekt sagt mir das Spiel, die Höchstmenge ist nicht 3, sondern 4. Das ist das, was mir das Spiel sagt. Ich verstehe nur nicht, warum das da nicht da steht. Das ist mein Problem mit der Sache. Geht's eigentlich auch schlechter mit den Würfeln oder ist das nicht möglich? Spoiler, es ist nicht möglich, dass man noch schlechter würfelt. Sie macht ihre Elementarfähigkeit, das heißt, ich darf meine jetzt nicht machen. Ja, wobei es keine Rolle spielt, es ist halt... Sie wird ihren Standardangriff machen. Die Frage ist halt, ändert sich die Intention? Intention? Ja, das kann man ja nicht wissen, ne? Puh.
Ich habe jetzt so bescheuerte Kristalle einfach, das ist unfassbar. C3. Intention hat sich nicht geändert. Ja, und jetzt muss ich halt nochmal. Wieso muss ich jetzt nochmal? Die Höchstmenge ist 3. Wieso ist es 4? Ich verstehe das einfach nicht. Boah, das macht mich so wütend. Da steht maximal 3, da steht nirgendwo die Zahl 4. Wieso muss es dann 4 sein? Es ist 0 und dann 1, 2, 3. 3, 3, 3. Wieso reicht 3 dann nicht? Das verstehe ich nicht. Es ergibt keinen Sinn. Also ich verstehe es einfach nicht. Meine Güte, ey, das macht so wütend. Jetzt muss ich so viele Karten opfern, nur um eine Elementarfähigkeit zu kriegen. Ich ziehe jetzt 2 Karten. Hoffentlich schlechte. Puh, das trifft tatsächlich ziemlich gut. Also die sind nicht schlecht, aber... Dann opfere ich noch den Parameterwandler. Und ein Paimon. Das ist so dumm. Ihr habt es vorhin genau gesehen. Vorhin stand da 3 und es ist nichts passiert. Jetzt steht hier 4. Und jetzt wird was passieren. Und das ist lächerlich. Spezialfähigkeit ist weg, Aufladungen auf 0. Aber wieso nicht bei 3, wenn 3 das Maximum ist? Warum muss man dann auf 4 gehen? Das ist so dumm, ey. Wenigstens mal halbwegs Würfelglück. Oh oh. Also jetzt ist die Intention, wieder ihre Elementarfähigkeit zu benutzen. Ich verstehe auch nicht, warum die jetzt noch zweimal angreift. Es ist halt zum Kotzen. Das heißt, wir müssen auf Yoimiya gehen, theoretisch. Weil sie ist die Einzige, die jetzt noch eine Elementarfähigkeit einsetzen kann, ohne dass ich schon wieder alle meine Karten sinnlos opfere. Problem ist, wenn ich das jetzt mache, sind alle meine Figuren fast tot. Keine meiner Figuren kann jetzt noch wirklich was machen. Wir haben erst die Hälfte an Schaden gemacht, ne? Wir haben erst die Hälfte Schaden gemacht. AKA viel zu wenig. Naja. Also aus irgendeinem Grund kann sie jetzt immer einmal öfter angreifen. Sie greift jetzt jede Runde 3-mal an. Ach, deswegen. Höchstmenge der Aktivierungsstapel für gefiederte Pilzbestie ausgerüstet mit der Karte plus 1. Deswegen. Es ist die Talentkarte. Deswegen. Es ist 3 plus 4. Aber warum man das nicht hier dazu schreibt, verstehe ich nicht. Ja, es steht hier oben, aber es ist doch saudämlich, Mann. Schreibt das doch so hin, dass man das nicht übersehen kann. Bitte. Bitte. Ah, also Yoimiya ist tot. Irgendeinen muss ich opfern. Und Bennett wurde schon mit einem Artefakt ausgerüstet. Ihn zu opfern wäre irgendwie dämlich. Sind sogar geneigt dazu, Paimon auszuspielen. Dann haben wir nächste Runde Paimon und Lieben. Ah, wie überlebe ich das? Naja. Ja, oder ich schütze Yoimiya doch nochmal. Also ich greife noch zweimal an.
mich wieder nicht angreifen, wenn ich das mache. Wenn ich auf Xingqiu wechsle, kann ich auch nichts machen. Stirbt er einfach. Einfach nur ein Standardangriff. Ist auch wack. Jetzt hat sie drei Stapel und ich bin zuerst dran. Aber das bringt mir ja nichts. Ja gut, wobei sie greift der Yoimiya an. Also ist eh egal. Ich muss halt irgendwie nochmal Bennett Spezialfähigkeit kriegen. Und die ist sau schwierig zu kriegen und kostet so viel. Wieso greift sie jetzt jede Runde dreimal an? Das verstehe ich irgendwie auch nicht so ganz. Das ist auch wieder irgendeiner dieser 47.000... keine Ahnung. Effekte, die hier laufen. Ich muss halt auf jeden Fall Xingqiu's Spezialfähigkeit auslösen. Also Yoimiya ist jetzt tot. It is what it is. Oder ich hätte... Ach nee, ich bin eigentlich so dumm. Ich hätte Yoimiyas Spezialfähigkeit noch machen müssen. Das Problem ist halt... Er wird nicht überleben, weil sie macht ja auch nochmal zwei Angriffe. Und selbst die Elementarfähigkeit macht drei. Und ich kann ihn nur um zwei heilen. Aber kriegt er dann die Regenschwerter, oder? Oh, ist das ätzend, Alter. Bennett hat halt auch nur vier Leben, also das kann man gar nicht gewinnen irgendwie. Raincutter. Oh, ich habe den Lotus bekommen. Es kommt jetzt ein Standardangriff. Na, dann nicht den Lotus machen. Weil der wehrt ja drei Schaden ab und er macht nur zwei. Bennett Spezialfähigkeit kriegen. In einer Runde. Unmöglich. In einer Runde absolut unmöglich. Außerdem hat sie ihre Spezialfähigkeit. Ja, das ist Game Over. Aber das ist halt auch wirklich... Das ist halt das... Oh. Ey, die und Mago Ukenki, ne? Das sind wirklich die nervigsten Dinger überhaupt. Und ich habe halt auch so ein heftiges Pech gerade. Was? Meine Hand ist zu voll gewesen. OMG. No way. Hätte ich Timmy letzte Runde noch ausspielen können? Ich dachte, ich habe ihn schon auf der Hand gesehen. RIP. Oh, also ich habe jetzt so viel Heilung auf der Hand tatsächlich. Wie viel Schaden machten die? 7. 6. Also ich darf nicht meine Elementarfähigkeit jetzt benutzen. Ach, man ist satt, ne? Oh, ups. Okay, das ist nicht gut. Ah, nein! Nein! Oh mein Gott, die Regenschwerter machen ja auch noch Schaden. Alles egal, ich krieg 7 Schaden. Aber ich bin ja trotzdem satt. Ja, ich bin trotzdem satt. K.
kann nichts mehr essen. Ich kann mich noch um eins heilen. Es ist halt so knapp, ne? Ein Standardangriff und ich würde gewinnen. Ein Standardangriff. Aber ich überlebe nicht mal den Schlag. Den nächsten. Weil ich übersättigt bin. Wieso habe ich da nicht in der Runde davor dran gedacht? OMG, es war halt so knapp tatsächlich noch. Ach, aber das ist halt auch wirklich, also das, wer sich das ausgedacht hat, ist wirklich ein Sadist. Und dass mit der Pyrowürfel gelöscht wurde, absolut unlucky. Are you going to hold a festival? Die Würfel, die lassen uns, wie gesagt, vollkommen im Stich. Oh je. Alles nochmal machen, ja. May knowledge guide you. Na, jetzt krieg ich 7 Schaden. Sechs, oder? Das ist genau der gleiche Start wie vorhin. Leider. Das macht sie Standardangriff, ja. Also ich muss jetzt auf jeden Fall meinen Zug beenden und darf keinen Elementarschaden mehr machen. Oder sollte ich noch Elementarschaden machen? Weil einmal wird sie ihre Elementarfähigkeit einsetzen. Sie kann nächste Runde ihre Spezialfähigkeit nicht einsetzen. Achso, nee, doch kann sie. Na, warte. Nee, ich darf keine Elementarfähigkeit mehr einsetzen. Dann nehmen wir hier die Pilza. Ich hätte auch die Favonius Kathedrale ausspielen können eigentlich, aber egal. Und Attacke. Jetzt bin ich auf jeden Fall zuerst dran. Nächste Runde. Und Xingqiu kann tatsächlich noch einiges überleben. Jetzt mit der Heilung. Nein, wieso habe ich den Pyro weg? Oh, ich bin so dumm. Oh, ich habe einen Pyro weggetan. Meine Güte, ey. Nicht aufgepasst. Raincutter.
Das Problem ist halt wieder das gleiche wie schon die ganze Zeit. Sie hat jetzt zwei Stapelungen und macht nur noch einen Standardangriff. Und ich muss jetzt quasi noch zweimal meine Elementarfähigkeit einsetzen, um das irgendwie zu verhindern. Und das ist einfach nicht möglich. Das geht nicht. Einzige Möglichkeit ist halt, ich greife jetzt einfach so an und lass Xing Shou das alles tanken. Und das war's dann. Mit ihm. Oder zählt das, wenn ich mein Regenschwert mache? Warte mal. Nee, das ist nur nach Standardangriffen, genau. Ja gut, aber dann soll ich das vielleicht trotzdem machen. Naja, doch, doch. Dass ich meine Regenschwerter aufspare. Für Yoimiya. I have taught you everything I know. Und dann muss ich jetzt meine Runde auf jeden Fall beenden. Damit ich zuerst dran bin. Weil mir das eigentlich nichts bringt. Ich weiß nicht, warum ich darauf so bestehe. Es bringt mir nichts. Außer, dass ich mich vielleicht nochmal heilen kann oder so. Okay. Wir müssen ja hier auf jeden Fall heftig heilen, sodass sie es irgendwie noch eine Runde länger überlebt. Aber das ist halt... Das ist ätzend. Ja, man muss einfach early auf Bennett gehen. Das ist wahrscheinlich die bessere Taktik. Irgendwie probieren, zweimal Bennett Spezialfähigkeit zu kriegen. Das muss man wahrscheinlich probieren. Wenn man zweimal Bennett Spezialfähigkeit kriegt, dann sehe ich, wie man das hier gewinnt. Unter Umständen. Sind wir wieder auf 10 Leben mit Yoimiya. Aber sie ist auch auf 4 Stapelungen. Jetzt macht sie 8 Schaden? 7. Was kommt jetzt? Elementarfähigkeit verursacht 3 Schaden. Erleidet deine aktive Figur nicht weniger als 3 Punkte Schaden. Erleidet eine aktive Figur nicht weniger als 3. Sie erleidet 3. 3 ist nicht weniger als 3. Müsste ich ja eigentlich überleben können. Ich mach mal lieber meine Spezialfähigkeit, weil ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Na genau. Problem ist halt, Yoimiya ist jetzt halt tot. I won't hold you back. Much. Jetzt hat er wieder seine Elementar-Spezialfähigkeit fertig und ich kann nichts dagegen tun. Boah, Alter, das ist halt so nervig. Ich habe es noch keinmal geschafft, dass es ihm gelöscht wird. In der vorigen Runde habe ich es zumindest einmal geschafft. Also er setzt jede Runde einmal seine Elementarfähigkeit ein. Das heißt, du selbst musst es dreimal schaffen. Wie soll das funktionieren? Acht Schaden, jetzt kam es aber.
Jetzt kamen die 8. Ah, ist genau wie die vorige Runde. Warte mal, wieso kommt jetzt keine Pyro-Reaktion? Kommt durch die beiden jetzt keine Pyro-Reaktion, natürlich. Nö. Hat aber irgendwie nichts gebracht. Das ist halt einfach genau das gleiche wie die vorige Runde. Sie macht jetzt genau 2 Schaden und mir fehlt ein Angriff. So räudig. Genau das gleiche wieder bei 5 versagt. Oh, aber diesmal habe ich es ohne Bennets, lustigerweise ohne Bennets Spezialfähigkeit, schaffe ich es genauso wie mit Bennets Spezialfähigkeit. Vielleicht ist er doch nicht der Schlüssel zum Erfolg. Oh Mann, ey. Das Würfeln ist wirklich so schwierig, mal einmal das Richtige zu kriegen, ey. Oh, es ist unfassbar, wie das aufregt. Ich brauche das Kopftuch eines Abenteurers unbedingt jetzt und gute Pyrowürfel. Oh mein Gott, kannst du mir einmal das geben, was ich brauche? Bitte! Oh, ey, es ist so zum Kotzen. Zum Glück habe ich Karten auf der Hand, die absolut nutzlos sind in dem Duell. Was kommt als nächstes? Die Spezialfähigkeit. Ich glaube, ich habe ein was rausgefunden. Sie macht ihre Spezialfähigkeiten nie in einer Runde. Sie macht die Spezialfähigkeiten nur zu Beginn einer Runde. Wenn das stimmt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das steht hier nämlich irgendwo. Oder ich weiß nicht, wo es steht. Es ist so viel Text bei dem Drecksvieh. Das ist fucking Masterarbeit, die du durchlesen musst. Aber wenn das stimmen würde. Das würde halt Sinn ergeben, irgendwie, weil sie hat noch nie ihre Spezialfähigkeit in einer Runde gemacht, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob es stimmt, weil steht halt nirgendwo. Jetzt macht sie zuerst ihre Elementarfähigkeit.
Andererseits ist es ja so, dass sie dann immer noch einen zusätzlichen Move macht plötzlich. Das könnte natürlich sein, wenn die Spezialfähigkeit aufgeladen ist, dass die dann einfach nochmal, ja, den Move bekommt. Ich würde jetzt sagen, wir wechseln jetzt mal auf Yoimiya und machen einfach mal ihre Elementarfähigkeit und gucken einfach mal, was passiert. Ich stalle quasi das Ganze ein bisschen. Nee, nee, weil jetzt hat sie ihre Spezi- Ja, genau, jetzt hat sie ihre Spezialfähigkeit ready, hat sie aber nicht gemacht. Und ich kann jetzt noch zweimal angreifen. Und dann hat sie vier Stapelungen und die eine Spezialfähigkeit haben wir dann schon mal gedodged. Einzige Problem ist, sie ist jetzt zuerst dran, aber an für sich ist das ja Wurst. Die Frage ist nur, hatte ich nicht gerade schon eine Aufladung? Oder habe ich mir das gerade eingebildet? Na gut, egal. Okay, wir haben es geschafft. Eine Spezialfähigkeit deaktiviert. Wir brauchen unbedingt den Lotus nochmal. Ich habe ihn ja zweimal im Deck. Wir hatten ihn erst einmal. Oh, ich habe ihn schon, Leute. Never mind. Jetzt macht sie drei Sachen. Warum? Warum? Was ist jetzt anders? Wieso macht sie jetzt plötzlich einfach drei Sachen in einem Zug? Das natzt mich auch so heftig. Here come the fire. Chivalry will never die. Okay, wir haben noch ein Ding übrig. Uff, ich weiß auch nicht, auf wen ich es benutzen soll. Auf Bennett? Okay, nächste Spezialfähigkeit kaputt gemacht von ihr. Aber Yoimiya ist halt auch fast wieder tot. Die ist quasi schon raus aus dem Spiel. Würfelst du die erste Ding so gut und beim zweiten kommt gar nichts. Das ist so frustrierend. Macht sie Elementarfähigkeit, Standardangriff, Elementarfähigkeit. Jetzt kommt Standardangriff. Okay. Wir haben sie. Wir haben sie halt komplett genutzt. Wir haben noch zwei Regenschwerter.
Regenbogentechnik. Und zwei Charakter, die noch leben, nachdem jetzt Xingqiu getötet wird. Und ich weiß gar nicht, wenn sie... Aber sie startet immer mit der Elementarfähigkeit, also wird das safe getötet. Standardangriff würde... Achso, ne, wobei Elementarfähigkeit über... Na, ne, er hat nur zwei Leben, ne, Moment. Ne, er ist auf jeden Fall tot. Egal, was sie macht, er ist tot. Und hier müssen wir eigentlich einfach nur zwei Standardangriffe machen, dann haben wir eigentlich gewonnen. Wow, jetzt fühle ich mich wie ein Idiot. Wenn man es dann geschafft hat. Ja, hat schon lange gedauert. 36 Minuten ist schon nicht ohne. Auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall. Puh. Eieiei. I'm sorry, dass ihr das miterleben musstet. Oh, aber echt nicht so einfach, ey. Crazy. Und das Ganze nochmal mit Mago Ukenki. Uff. Mann, habe ich Lust drauf. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich sehr über ein Like, Kommentar und Abo von euch freuen. Ich wünsche euch viel Erfolg, viel Glück mit der Taverne-Herausforderung. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.